Begebe mich auf Position. Netter Schuss. Ja, die kann da hinten bleiben. Wir scannen das Ding jetzt und dann hat sich das nämlich. Ah ne, wir müssen noch unseren Typen dann entkommen lassen, ne? Station, Commander. Wir haben die Exo-Daten. Jetzt müssen wir nur noch den Agenten zur Evakuierungszone schaffen. Das kann spannend werden. Neues Ziel erhalten. Ziel bestätigt. Dann spurte du mal. Du suchst dir mal da oben den neuen Sniper-Posten. Du machst ihr gegenüber einen Sniper-Posten. Und dann können wir uns schon mal den Rückweg absichern. Ich glaube, das ist ganz schlau. Du hast ein Rennen und Schießen. Das machst du dann auch direkt mal. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung die Gegner gleich kommen, deswegen guckt sie in diese Richtung. Ich glaube, er bleibt bei ihm. Auf dem Weg dorthin. Dorthin. So redet nie ein Chinese. Japaner. Position ist das rassistisch? Nein, ist nicht rassistisch. Boom. Aber keine Gegnertruppen. Dann beweg du dich mal und lad mal nach. Fertig und bereit. Du machst immer noch deinen Feldposten, du machst immer noch deinen Feldposten. Und du machst auch erstmal einen Feldposten, du darfst nachladen. Lade meine Waffe nach. Ach, was sonst? Rücke aus. Wo muss ich denn ganz hin? Eigentlich nur am Ende des Ganges, ne? Da wo ich gelandet bin eigentlich. Oh Gott. Ich hoffe, dass mich das jetzt nicht den... Aber wohl, ich habe oben zwei Sniperer sitzen. Oder sogar drei. Wobei, er kann am besten einmal runtergehen. Springt aber eben vom Dach. Das ist ein 8 Meter Gebäude. Ist klar. Ist klar. Dann lauf mal, genau. Am besten läufst du auch mal. Ich geb dann mal Gas. Oh Junge, Junge. Vielleicht gehe ich auch viel zu vorsichtig vor, aber. Dunk. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Oh, der Arme. Oh Mann. Mache ich in der Woche nicht an Sport, was der hier in ein paar Minuten gemacht hat. So, und du darfst dahin stürmen. Oh, wie es aussieht, kommen da gerade ein paar Kollegen. Ich hoffe, die lassen meine Sniper-Tante in Ruhe. Oh. Hallo. Das war aber nicht gut gezielt. Vor allem, wie die direkt hier bei unserem Spawn, beziehungsweise bei unseren Leuten spawnen, so rum. Das war auch schlau, dass ich den jetzt dahingestellt habe. Wobei ich habe eine Granate noch. Und tschüss. Genau. Was auch immer ihr gerade gefunkt habt. Also ich glaube, das ist eine gute Position. Und du gehst hier draußen mit unserem... Achso, das ist unser Spion, aber... Du gehst hier draußen mit unserem Spion lang. Und du bleibst da oben. Und wartest. Genau deswegen. Ach, der schießt natürlich. Und trifft auch relativ gut, also nice. Netter Schuss. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie da oben drauf schießt, aber... Naja, gut. Kann irgendwer drauf schießen? Du kannst drauf schießen. Kannst ihn erledigen? Nein. Da
Das war nicht gut. Alter, wie schießt du denn? Ich habe keine Munition mehr, kann nicht angreifen. Rücke vor. Nachgeladen. Oh Junge, Junge, du rückst erstmal dahin vor. Feldposten. Du dahinter ohne Feldposten. Ich weiß, dass eigentlich er hier die Deckung sein sollte und nicht er, aber egal. Ach, du kannst schießen. Dann mach das doch glatt mal. Ist keine Bedrohung mehr. Wunderbar. Auf den Weg. Im Eilmarsch. Und dann renn du mal. Kommt jetzt noch einer wieder? War klar. Na, wer schießt? Ach, der mit der Pistole. Aber gute. Also. Gutes Aiming. Auch gutes Aiming. Adrenalinstoß. Da weiß ich nicht, was das bringt. Ich hoffe mal, dass er da keinen extra Zug oder sowas kriegt. Der leuchtet auf jeden Fall gerade. 100% Trefferchance, das ist gut. ...75... ...65. Wobei, ich kann ja eigentlich mal hinsprinten, ne? Hallo! Ich bin dein Tod. Der hat keine Munition mehr. Das ist nicht der, der laufen sollte. Kannst du treffen, bitte? Oh. Fällt aber eben eine Leiche auf seinen Kopf. So, und du musst hier einfach nur dahin. Und dann haben wir gewonnen. Commander, unser Mann ist in Sicherheit und wir haben die neuen Daten aus den Relaisstationen. Gut gemacht. 14 Exalt habe ich getötet. Unglaublich. Unglaublich, was sie aushalten, vor allem. Immer diese Exalter. Ah, 3 Upgrades machen wir auch direkt noch. Colonel. Ein Ziel, das ohne Deckung ist oder von der Flanke angegriffen wird, zählt nicht als Aktion. Wenn du keine Bewegung machst, kannst du dafür zweimal schießen. Oh, geil. Nehmen wir natürlich. Bietet Immunität gegen kritische Treffer oder Sturm und Schuss, sorgt für den Rest der Runde auch für 50... Oh, definitiv. 50% mehr Schaden. 2 Granaten oder Wirkungsbereich von Deckungsfeuer. Der hat auch kein Deckungsfeuer, also... Ah ne, Granaten nimmt der aber auch nicht mit, ne? Ach komm, YOLO. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Oh, je, je. Mögliche Exort-Standorte werden neu berechnet. So. Neuer Gegenstand verfügbar. Ich kann aktuell nichts forschen. Aber dafür... Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Dann scannen wir doch gleich mal. Bestätigt. Position der Exort-Zelle verifiziert. Was? Wo? Was? Angriff auf Exalt Hauptquartier. Oder eine verdeckte Operation. Okay, dann würde ich sagen, wir machen einen Angriff auf Exalt. Achso, abbrechen. Nee, nee, dann machen wir eine verdeckte Operation. Wieder mit unserem Double Down. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exalt-Zelle zu sprengen in Indien. Anfrage auf Lager 1 Cyberdisk und er möchte gerne 8. Haben wir leider nicht, aber wir müssen auch gucken mal. Dass wir nicht zu wenig, obwohl in 6
Tagen ist die Operation, in 4 Tagen ist das vorbei. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, denn ich werde jetzt die Aufnahmesession beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.